nicht, ja. Ich brauche keine Aufpasserin. Anscheinend ja doch. Deine Pens nicht zu Hause liegen lassen, Leon. Einmal. Es ist jetzt einmal passiert. Ja, einmal. Einmal reicht für die Notaufnahme. Das weißt du ganz genau. Guck mal, wenn du einfach so eine Pumpe benutzen würdest. Dann kann ich mir gleich Diabetes auf die Stirn schreiben. Das ist so ein Quatsch. Im Übrigen ist das überhaupt nichts Peinliches. Das soll aber auch nicht jeder wissen. Guck mal, ich weiß, das ist unfair. Aber Basketball, das geht wirklich nicht. Das ist einfach ein bisschen viel. Ja, ja. Was denn mit dem Wettbewerb? Das ist mir zu nerdig. Außerdem habe ich noch keine Idee. Also, wenn mein kleiner Bruder sich anstrengt, dann hat er 100 gute Ideen. Dein kleiner Bruder hat aber noch keinen Partner und alleine kann man nicht teilnehmen. Okay. Und, was ist mit dem... Der spielt jetzt in der A-Jugend. So, und... Ist auch nur noch auf dem Platz. Du musst dich doch um das Sharespace kümmern. Ich bin aber noch 16, wäre also theoretisch möglich. Ich kann doch nicht immer alles mit meiner großen Schwester machen. Ja, dabei ist deine große Schwester so cool und hilfsbereit. Und dazu total bescheiden und überhaupt nicht überbesorgt. Genau. Fabienne! Ja? Ich bin Emilia. Sie meinen Frau Amani? Nein, ich meine wirklich Emilia. Okay. Ich habe gesehen, dass du diese Woche 9 Trainingseinheiten hast. Was? Ganz schön viel, oder? Viele. Das müssen 11 sein. Aber, sag mal, willst du dich eigentlich nicht für irgendeine AG eintragen? Wieso sollte ich? Weil es Spaß macht. Soll ich dir dabei helfen, eine rauszusuchen? Soll ich ehrlich sein? Klar doch. Dann nein. Marlon. Ja? Ich habe gesehen, dass dir noch ein Modul fehlt. Echt? Mhm. Aber im Waldlauf bei Herrn Hauser ist noch was frei. Soll ich dich eintragen? Bitte nicht. Nicht? Wieso? Gibt es hier noch irgendwas anderes, was ich machen kann? Keine Sorge, wir werden schon irgendwas für dich finden. Gib mir einen kurzen Moment Zeit. Also... Alles andere ist schon irgendwie voll. Tut mir leid. Ich könnte ja schon mal ein Testfahrrad besorgen. Wissen wir überhaupt schon, ob wir das mit dem Fahrradcomputer organisiert bekommen? Zweifelst du dran? Ich muss mir erst noch die Sensoren für den Reifendruck und den Abrieb anschauen. Brauchst du was dafür? Ruhe. Und Snacks. Hungrig kann ich mich nämlich nicht konzentrieren. Damit kann ich helfen. Was? Nichts? Entschuldigung, ich war der Letzte. Wissen Sie denn, wann das Teil wieder nachgefüllt wird? Da muss ich Sirius fragen. Sirius? Entspannter Typ, blonde Muschelhaare. Habt ihr euch noch nicht kennengelernt? Nein, ich hab Mika und das reicht.
Na, jedenfalls, er kümmert sich um den Automaten. Aber na, in unregelmäßigen Abständen. Ich mache mich dann mal weiter an die Arbeit. Und ich besorg dir die Snacks. Versprochen. Hier. Vorsicht. Das brauchen wir gleich noch. Aber ich dachte, heute machen wir mein Projekt. Ich habe extra Frau Hulopein gefragt, ob wir den Chemieraum nutzen können. Und ich habe extra eine Werkbank gebucht und eigenes Holz mitgebracht. Diese dumme Kuh kann mir diesmal gar nichts. Ich freue mich schon, ihr blödes Gesicht zu sehen. Wo willst du hin? In den Chemieraum. Du lässt mich jetzt nicht wirklich alleine. Das kriegst du schon hin. Aber ich brauche Backup. Warum? Diese Charlotte hat bestimmt wieder ihren Bruder dabei. Meinst du? Mindestens. Vielleicht noch die ganze Familie. Die Werkstatt ist bestimmt voll von denen. Okay. Yes. Ich zieh mich nur um. Dafür ist keine Zeit. Aber komm schon. Hey. Hallo. Ach, hallo. Frau Schmidt hat mir gesagt, dass du die Snacks nachfüllst. Das ist richtig, ja. Respekt. Die sind richtig gute Nervennahrung. Danke. Es gibt da nur ein kleines Problem. Der Automat ist leer. Ich kümmere mich drum. Super. Und wann? Übermorgen. Aber ich brauche die Snacks heute. Sorry, ich habe die nächsten zwei Tage Putzdienst und neben Schule, Mittagsschlaf und Ausruhen bin ich voll im Stress. Dann lass den Mittagsschlaf weg. Also, das ist keine Option. Na gut, wer macht denn den Putzplan? Frau Schiller. Dann gehe ich jetzt mal zu Frau Schiller. Die wird ihren Putzplan nicht ändern. Das hat sie nie gemacht und den Stress kannst du dir wirklich sparen. Keiner sagt mir, was ich kann und was nicht. Wir brauchen eine Säge. Was? Willst du eine? Säge. Liegt draußen. Okay. Hey. Hi. Du willst gerade gehen? Ja. Oh. Also nein, nur rausgehen und dann komm ich wieder. Cool. Für dein Projekt? Nee, ich hab noch keins. Okay. Und die Brille ist für dein Projekt? So ein Scheißteil! Was denn jetzt? Blödsinn. Was? Die Säge ist super, du kannst nur nicht damit umgehen. Das Blatt ist viel zu dünn. Das Blatt ist genau richtig, deine Technik ist falsch. Müssen wir das wieder regeln? Sieht so aus. Und wenn wir... Sehr gerne. Hallo, Heiner. Alles in Ordnung? Ich muss mich erst dran gewöhnen, dass ich im Direktorat nicht auf den Direktor treffe. Also, ich finde super, dass John hier so ein bisschen die Hierarchie aufbrechen will. Ach, übrigens, was ich dich fragen wollte, und zwar, könntest du eigentlich noch den Marlon in deinem Lateinmodul aufnehmen? Es tut mir leid, das Modul ist voll. Ja, aber das ist deine einzige Chance, wie er den Waldlauf von Sascha ersetzen kann. Ach, was natürlich erklärt, warum das Modul so voll ist. Also? Nein. Nein? Nein. Aber Marlon hat ein Problem. Was wir für ihn nicht lösen werden. Willst du mir jetzt gar nicht helfen, oder was? Natürlich will ich ihm helfen. Aber wenn Marlon seine Module nicht rechtzeitig anmeldet, dann muss er mit den Konsequenzen leben. Findest du das jetzt nicht ein bisschen alte Schule? Ein bisschen alte Schule hat noch niemandem geschadet. Entschuldigung. Guten Tag, Frau Armani. Frau Schiller, darf
Darf ich Sie was fragen? Na klar. Also, wegen unseres Gesprächs vorhin. Das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ach ja? Und ich finde, dass ich mich bisher ein bisschen zu wenig bemüht habe, neue Leute kennenzulernen und mich mehr zu beteiligen. Ja, mach dir mal keinen Stress. Bist ja erst neu hier. Also habe ich mir gedacht, wie kann ich das am besten verbinden? Und zwar? Ein neuer Putzplan? Ich lerne alle Namen und kann gleich etwas zur Verbesserung der Organisation beitragen. Was stimmt denn mit meinem Putzplan nicht? Der war ein bisschen random. Mhm. Ja, deine Zeiten sind gleich. Ja. Ich dachte schon, du willst dich drücken. Wie kommen Sie denn da drauf? Das haben schon so viele versucht. Ich nicht. Gut. Das heißt, Sie übernehmen meinen Plan? Nein. Aber... Hör mal, ich weiß dein Engagement zu schätzen, aber wenn wir das machen, dann kommt bald jeder mit seinem eigenen Putzplan. Sorry, muss ich rangehen. Schiller, hallo? Du wohnst echt im Internat? Das muss so cool sein. Ist es. Die ganze Zeit mit deinen Freunden. Bestimmt mega Spaß. Das macht total viel Spaß. Fast zu viel Spaß. Also nicht zu viel, also... Schön. Wow. Willst du auch? Ist nicht so meins. Aber wenn du... Ich spiele nicht mehr. Warum? Weil ich hatte keine Lust mehr. Deine Schwester? Deine Freundin? Charlotte ist im Prinzip echt cool. Jess auch. Und sie ist immer für mich da. Jess würde nie zulassen, dass mit mir Schlimmes passiert. Und ich kann dir alles erzählen. Aber dafür will Charlotte dann auch immer alles wissen. Und überall mitreden. Und manchmal... Kann das nämlich nervig sein. Genau. Hier, bitteschön. Was soll ich damit? Für Nachschub sorgen. Aber ich muss gleich putzen. Nee, musst du nicht. Doch. Na, dann schau mal nach. Hast du Frau Schiller echt dazu gebracht, zu tauschen? Nicht direkt. Aber für den Putzmann braucht man Adminzugang und... Du hast Frau Schiller gehackt? Eine meiner leichtesten Übungen. Respekt. Ja, sieht doch ganz gut aus da drin. Ja, jedenfalls besser als in meinem Zimmer. Haben wir immer jetzt gefunden? Erzählen Sie mal. Ruhig du. Bitte? Ach, keine Ahnung. Also, bis ich endlich eine Wohnung finde, wo ich denke, die passt wirklich zu mir, haben sich dann schon über 100 Leute da beworben und nehmen in Vorbereitung für das Zukunftsprojekt und den Wettbewerb. Also, ich höre mich gerne nochmal für Sie um, aber ich meinte jetzt eigentlich den Wettbewerb. Ach so, ja. Ja. Natürlich. Also, bis jetzt haben sich 30 Projekte angemeldet. Das sind insgesamt 73 SchülerInnen aus 8 verschiedenen Schulen. Und die Anmeldefrist ist ja noch nicht abgelaufen. Sehr schön. Und die Presse. Was für Presse? Gar nichts? Nein, tut mir leid. Naja, schauen Sie. Not just rocket science muss ja medial begleitet werden. Wir brauchen Artikel, Interviews, Fotos von mir und den SchülerInnen. Also das klingt an einem ganzen Roman. Sagen wir mal ein Journal. Ja, ich stelle mir vor, eine Ausgabe alle paar Wochen. Da kann der Fortschritt der Projekte dokumentiert werden. Das Ganze kann überregional für Aufmerksamkeit sorgen und vor allem, ich habe was, was ich den Leuten im Ministerium in die Hand drücken kann. Ja, das klingt sehr nett. Nett, ja, sehr nett.
Ist allerdings auch viel Arbeit. Ne? Ja. Also eigentlich ein eigenes Projekt als Teil des ganzen Moduls. Wenn Sie so wollen. Perfekt. Und ich weiß auch schon ganz genau, wer das machen könnte. So, vielleicht. Frau Schiller hat schon 130 Follower. Cool, oder? Was? Wieso folgt ihr diesem Unsinn überhaupt? Was ist mit dir, Marlon? Findest du den Kanal von Frau Schiller auch so witzig? Ich? Nein, gar nicht. Ich wusste schon immer, im Herzen bist du ein Sportler. Und hier sehen wir den Chefkoch ganz persönlich bei der Arbeit. Also schaut mal wieder am Automaten vorbei. Schiller und out. Knoblauch-Chili-Dip. Das Rezept hat mir Pavel gegeben als Abschiedsgeschenk. Darf ich? Ja, klar. So gut. Dann habe ich alles richtig gemacht. Sag mal, müsstest du nicht putzen? Echt? Also, das steht zumindest nicht so im Plan. Ja, vielleicht habe ich mich getäuscht. Was sieht am besten? Und weil du nicht putzen musst, machst du hier die Snacks? Ja. Für den leeren Automaten? Ja. Joyce fragt zuerst. Niemals. Wetten? Abgemacht. Wo warst du? Deine Zeit ist um. Ich bin aber noch nicht fertig. Das ist nicht mein Problem. Aber braucht die Bank denn jetzt jemand? Das ist nicht dein Problem. Das ist so unfair. Das ist nicht unfair, das sind die Regeln. Frag mich nicht und du kannst vielleicht noch ein bisschen bleiben. Wir gehen. Sag mal, hättest du Lust? Ja. Ein Projekt zusammen zu machen für den Wettbewerb? Oh. Ich meine, vielleicht. Nein. Ihr und ich machen das schon. Okay, dann zu dritt? Nein. Aber ich könnte dir auch bei deinem Dings da helfen. Das wird ein Wing Chun Dummy. Und der wird toll. Okay. Ihr und ich werden hier daran arbeiten. Jeden Tag. Jeden Tag? Jeden Tag. Cool. Und? Wie geht's? Reifendruck und Abrieb können wir messen. Fitnesskram sowieso. Lenkzentrierung ist auch kein Problem. Für den Ölzustand der Kette habe ich aber noch keine Idee. Ich meine dir. Bin müde, hab Hunger. Die Snacks sind in Arbeit. Echt? Ja. Wie hast du das denn gemacht? Könnte ich dich auch fragen. Würde ich nur nicht verstehen. Dankeschön. Hättest du aber echt nicht machen müssen. Ich kann doch meinen besten Freund nicht verhungern lassen. Außerdem, wird das noch was? Kann ich schon mein Testfahrrad besorgen? Das ist mein neuer Putzplan. Und den kannst du nicht hacken. Du kannst hacken? Sie können mir gar nichts beweisen. Ich sag dir mal, was ich kann. Eins und eins zusammenzählen. Aber ich war das. Was? Ich habe den Putzplan gehackt. Kaspar kann doch sowas gar nicht. Das stimmt nicht. Wohl. Wer jetzt? Ich.
Ja, so werde ich natürlich nie herausfinden, wer es war. Dann können wir ja weiterarbeiten. Nein. Sondern? Ihr könnt gemeinsam putzen. Du bräuchtest aber noch 3 weitere SchülerInnen für das Journal. Die kriege ich. Und jede Ausgabe muss pünktlich online hochgeladen werden. Na klar. Und die Berichterstattung muss komplett neutral sein, auch über die anderen Projekte von den anderen Schulen. Bestimmt. Perfekt. Hast du noch irgendwelche anderen Fragen? Wenn ich das jetzt mache, muss ich wirklich nicht zum Waldlauf? Nein. Danke. Immer gern. Du kannst dich übrigens jederzeit an mich wenden, ja? Glauben Sie wirklich, dass Sie Marlon damit einen Gefallen getan haben? Ja, natürlich. Der Junge schafft es nicht mal, sich pünktlich in ein Modul einzuschreiben. Und Sie verlangen jetzt, dass er ein ganzes Journal organisiert. Ich glaube schon, dass der Marlon das hinbekommt. Na dann, viel Glück. Danke. Wiedersehen. Tschüss. Schau mal, den habe ich bei den Putzsachen gefunden. Ist zwar kaputt, aber meinst du, du kriegst den hin? Lass mal sehen. Hast du? Ja. Sieht aus, als hätte er schon einiges durchgemacht. Ich glaube, hier ist der Kontakt zum Akku verbogen. Zange? Deshalb funktioniert der Stoßsensor nicht. Heißt, kein Problem für dich? Licht? Tut mir leid, dass du jetzt hier mit mir putzen musst. Schon okay. Das Ganze ist irgendwie schiefgelaufen. Hi. Hier. Geht aufs Haus. Echt? Ja. Voll cool von dir. Aber die sind nicht für mich. Sondern? Für mich. Ich stehe eher auf Chips und Cola. Aber ich finde die super. Auch gut. Guten Hunger. Schmeckt's? Total lecker. Mit Snacks denke ich einfach besser. Hey, das war echt nicht okay von dir. Wovon redest du? Von Leon. Wer? Der Bruder von Charlotte. Ist mir anders überlegt. Was jetzt genau? Wir machen ein Projekt zusammen. Echt jetzt? Du wolltest mit dem in ein Team? So plötzlich. Warum? Weil der hat gute Ideen. Ich weiß noch nicht, was wir machen, aber es wird bestimmt eine Menge Arbeit. Ach, alles gut, das kriegen wir hin. Wenn ich heute aus dem Sharespace komme, dann können wir uns ja schon mal zusammensetzen und überlegen oder so. Oder ich komme einfach her. Ja, wieso? Außerdem habe ich auch super Ideen. Aber der Wing Chun Dummy ist halt wichtig. Ich muss Noah besiegen. Wir brauchen noch bestimmt das Lab. Für das Projekt. Für das Projekt, von dem du aber noch nicht weißt, was es ist. Ich werde jeden Tag kommen müssen. Sorry. Morgen machen wir dein Projekt, okay? Nee, wir gehen in die Werkstatt. Echt? Haben wir doch versprochen. Die kann man sich gar nicht verpassen.